Es wird sich jetzt in diesem Jahr natürlich einiges verändern. Wir werden Baumaßnahmen durchführen. Wir werden die komplette Bühne abreißen, wie sie hier steht. Alle Mauern werden verschwinden. Es wird hier an der Bühnenkante nach unten gebaggert. Es wird unterkellert. Die ganze Bühne wird neu gestaltet mit Treppen, mehr Spielmöglichkeiten, Aufbauten. Und an der linken Seite hier wird noch eine Möglichkeit fürs Orchester geschaffen. Das ist hier ja das Grab, das wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Das ist ja dann weg. Wir gehen einfach mal durch das Grab, in das der Jesus 2008 gelegt wurde. Ja, gehen wir mal durch. Es wird jetzt ein bisschen düster werden. Das ist halt immer so in Gräbern, dass es dunkel wird. Ja. Und so gelangte der Jesus 2008 auch zu seiner Auferstehung wieder. Und hier wird ja alles weggebaggert, es wird eine Rampe entstehen, dass die Aufgangsmöglichkeit geschaffen wird für die Spielerinnen und Spieler und dass man hier eine Möglichkeit hat, aufs Dach zu gelangen. In diesen Aufgang geht der Pilatus bei der Passion hoch, bis jetzt war es immer so, die letzten Jahre, mit seinem Gefolge, mit seinem Liktor. Und von diesem Ausblick hier, wo auch der Jesus steht und seinen Gang nach Jerusalem hier vorbereitet, schauen wir in den Zuschauerraum. Zuschauerraum mit dieser Schirmkonstruktion, die wunderbar ist, super Eindeckungen und sich einfach in das Waldgelände super einbringt und einpasst, aber leider nicht funktionell ist. Deshalb sind die Überlegungen da, eben eine neue Konstruktion zu schaffen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Licht an! Oh, meine Perücke juckt! Wer hat denn die ausgesucht? Ein paar Eckpfeiler haben wir gesetzt, natürlich, wie sagt man so schön, Appetizer, was so ja, unsere Grundstimmung betrifft. Zum einen wollten wir Atmosphäre schaffen mit dem Passionsspiel hier in Sömmersdorf. Wir wollten, dass der Zuschauer die Passion nicht nur sieht, sondern wirklich mit vielen Sinnen erleben kann. Zur Atmosphäre kommt neu mit dazu, dass wir nächstes Jahr zum ersten Mal Live-Musik einsetzen werden. Bisher kam die Musik aus der Konserve. Wir haben uns jetzt festgelegt auf ein Musikensemble und lassen hierfür sogar eigens die Musik komponieren. Also es gibt eine eigene Sömmersdorfer Passionsspielkomposition. Wir versuchen, was Neues zu machen, was für uns stimmig ist, konnten damit jetzt auch viele begeistern. Und ja, ich denke jetzt, wir sind jetzt schon der Meinung, dass das jetzt allen so gerecht wird. Und die Premiere wird es dann einfach zeigen. Wer hat denn die ausgesucht? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Halt, stopp! Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr euch so auf die Bühne stellen könnt. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr euch so auf die Bühne stellen könnt. Mein Gott, war das ein Fund! Die neuen Rollen wurden trotz der Bedenken, das ist völlig richtig, wurden sie absolut bereitwillig und ja, bei vielen auch freudig angenommen. Ja, man hatte das Gefühl, man schaut in die Runde und es ist gut so, wie es ist. Und es gab jetzt auch nicht irgendwelche ja, Bedenken, ich mag nicht und Jammer. Und sie wussten im Vorfeld, es wird eine komplette Neuinszenierung und damit einher geht auch die neue Besetzung. Hab ich heute wieder ein Lampenfieber. 200 unterschiedliche Gefühle, die jeder irgendwann mal in seinem Leben irgendwann in sich gespürt hat. Ich kann es halten. Du bist. Ich bin heimatlos getrieben. Ich bin Macht des Herrn. Ich glaube, ich mit einer großen Sehnsucht. Ich muss in Ich persönlich bin der Meinung, man kann nicht alles belassen, wie es ist. Wenn wir gar nichts machen, dann ist es ein Stillstand oder ein Rückschritt. Ja?
ich vergleiche das auch immer so, es gibt viele Besucher, die waren schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal hier. Ja? Und irgendwann sagen sie dann, ja, wenn wieder das Gleiche kommt, komme ich nicht. Ja? Also muss man auch das Spiel attraktiv gestalten, muss man da Veränderungen durchführen. Und wir haben immer Veränderungen gehabt beim Passionsspiel. Ja? Meistens dann, wenn neue Regisseure gekommen sind. Und dann gibt es da auch im Dorf Diskussionen. Funktioniert das? Habt ihr euch das gut überlegt? Schafft ihr das? Sprich jetzt der Vorstand, wir gehen ja voraus, ganz klar. Aber da muss ich sagen, momentan steht die ganze Bevölkerung komplett hinter dem Vorstand. Wenn ich zurückdenke an unsere Mitgliederversammlung, wir hatten Abstimmungen über dieses Thema, über diese Baumaßnahmen. Egal welche Abstimmungen, auch die Entlastung des Vorstandes, immer war einstimmig, war keine Gegenstimme und es waren immerhin 130 Mitglieder, die im Saal waren. Und das bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sömmersdorf lebt für die Passion und es ist auch eine Glaubenssache, nicht von jedem. Es geht nicht jeden in die Kirche, ja, muss auch nicht sein, aber der starke Gemeinschaftsgeist, der trägt die Passion. Und auch heute noch die Begeisterung, auch fürs Theaterspielen, aber die Passion, die schweißt zusammen. Ich, wenn ich jetzt diese zwei Workshops gesehen habe, wieder am Wochenende, wie die Menschen aufeinander zugehen, das waren 60 Personen, zwei Wochenenden, ja, wie die Menschen miteinander umgehen, wie die sich für die Passion begeistern, sich schon darauf freuen und vor allen Dingen in dieser Zeit jetzt, bis nächstes Jahr die Vorstellung rum sind, ist das Leben noch ein bisschen anders wie sonst. Ja? Auch auf der Straße, wenn man sich begegnet, man geht noch bewusster miteinander um. Ja? Und ich denke, das ist was, was man erhalten muss. Aus dem Männergesangverein ist in Sömmersdorf vieles entstanden. Etwa in der Zeit 1920 sowas wurde der Männergesangverein gegründet. Der Männergesangverein hat Theater gespielt, die ganze Ballette mit Dramen, Luststücke und so weiter. Und irgendwann, ich glaube 1929, wurde der Volksschullehrer Guido Halbig nach Sömmersdorf versetzt, kam nach Sömmersdorf, wurde Lehrer, unterrichtete und war begeistert vom Theaterspiel. Und die Jahre über waren eigentlich die Männer damals und Frauen nicht mehr so zufrieden mit dem, was sie gespielt haben, sondern die wollten mal was Größeres. Sie wollten was Großes spielen, haben überlegt, spielen wir Wilhelm Tell oder was es halt so alles da gibt, ja, auch klassische Stücke. Und dann hat Guido Halbig damals gemeint, das ist alles so schwierig und so groß, man soll mal was Kleineres nehmen, ja. Und hat die Passion eben vorgeschlagen. Und 1956 wurde der Gedanke wieder wach, die Passion aufleben zu lassen. Ja, war natürlich ganz schwere Zeit damals, es war ja kein Geld vorhanden, es war nichts vorhanden. Und dann musste das Ganze ja auch finanziert werden. Damals, und da muss ich selber noch staunen, haben ja viele Mitglieder selber ihr Geld mit eingebracht, haben die Passion finanziert, von 50 Mark aufwärts. Wie die Summen nach oben waren, weiß ich heute auch nicht. Aber es war schon irgendwo, sagen wir, ein unheimlicher Idealismus, ein unheimlicher Gemeinschaftsgeist, der zu dieser Zeit auch entstanden ist wieder. Und ich denke mal, unsere Väter, die haben da schon Enormes geleistet. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.
Also jetzt bin ich dann in etwa 45 Jahre dabei. Erstens macht Spaß und auch der Zusammenhalt im Ort, wo da wächst, ist enorm. Also ich spiele zum ersten Mal die Rolle, dabei bin ich aber schon von Kindesbeinen an. Ich bin eine gebürtige Sommersdorferin und ich finde einfach wichtig, dass die Tradition weitergelebt wird. Wir schreiben in unserem Prospekt, dass die Passion völlig neu inszeniert wird, dass wir alles neu machen mit neuem Bühnenbild, mit neuer Musik, aber die Passion oder die frohe Botschaft ist natürlich die gleiche geblieben. Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir sie 2013 neu erzählen wollen, anders erzählen wollen. Das geht einher mit der Veränderung des Bühnenbildes und natürlich der ewig alten und ewig langen Diskussion, das war aber doch schon immer so. Das kennen wir ja aus allen Geschichten, aus allen Traditionen heraus. Veränderungen fallen schwer. Und ich denke, mit zum Beispiel einer neuen Bühne, die einfach die alten Gänge von vor 4 Jahren nicht mehr ermöglicht, werden wir automatisch auch ein neues Spiel bekommen, neue Handlungsabläufe, neue Gänge. Aber die Botschaft selbst bleibt natürlich die gleiche, auch wenn wir sie neu erzählen. Das Publikum wartet auf das 15 und sie sehen völlig im Prinzip empörte, wütende Gesichter, sensationslustige, vielleicht mitleidige Gesichter. 14! 14! 15! Das Problem ist, dass alles sich verändert hat. Dass urplötzlich früher, wir hatten eine 80-jährige Tradition und die wurde eigentlich komplett von den Sommersdorfer geleitet. Ich bin seit 50 Jahren dabei. Ich bin alles Alte gewohnt. Es ist für mich gewöhnungsbedürftig, aber man hat so viel schon gelernt oder sich an vieles gewohnt. Wir gewöhnen uns an die Bühne auch. Das Stück, so wie ich es jetzt absehen kann, im Moment, wir sind ja noch mitten in der Probenzeit, wird einfach näher an der Realität sein. Also es soll nicht mehr so geschauspielert sein, sondern es soll aus dem Bauch heraus realitätsnah sein. Und ich denke, es wird ein gutes Stück werden wieder. Ja. Die fränkischen Passionsspiele Sommersdorf organisieren mit viel Geschick, umsichtig und erfolgreich Ihre Zukunft. Die Freilichtbühne, wenn Sie rausschauen, ist auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht worden. Vieles, was umgesetzt ist, ist zum Teil noch hinter dem Tor verborgen. In diesem Jahr wurde die Passionsgalerie eingerichtet und die Wege der Passion als spirituelle Wege mit Andachtsorten und Inhaltepunkten angelegt. Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich. Ihr bekommt ja heute ein Geschenk oder Geschenke. Ja, wir, der Passionsspielverein, wir die ganzen Passionsspielerinnen. Und das ist ja was, was nicht alltäglich ist. Man kommt jetzt, bekommt eine Galerie, man bekommt eine Ausstellung. Und da sind die ganzen Sachen enthalten, die sich über 80 Jahre angesammelt haben. Und ich denke, besonders die älteren Menschen, die werden öfters in die Galerie gehen und vor den Bildschirmen stehen oder den Hörer in die Hand nehmen und einfach mal zuhören, was war alles in diesen Jahren. Das wird mit Sicherheit so sein. Die Lesungen der heutigen Liturgie sind für diese Eröffnungsmesse der Passionsspiele perfekt angepasst, weil sie uns auf das Leiden Christi für unsere Erlösung aufmerksam machen. Deshalb halte ich, wie euer Pfarrer
und eurer Bischof auch, das Passionsspiel Sömmersdorf 2013 im Jahr des Glaubens für ein bedeutungsvolles Mittel zur Neuevangelisierung. Vom Reden mit älteren Dorfbewohnern weiß ich, dass das Verhältnis zur Kirche anfangs, zumindest was Würzburg betroffen hat, eher zurückhaltend war. Der Ortspfarrer hat die Passion in Sömmersdorf immer unterstützt. Der war Präses der Passionsspiele. Der hat sogar ein Gedicht darüber geschrieben. Der hat die Passionsspiele immer eröffnet. Das war, glaube ich, weniger das Problem. Interessant finde ich, dass bis 1983 niemals ein Bischof in Sömmersdorf war. Und erst mit Paul Werner Scheele, der die Schirmherrschaft 1983 übernommen hat, kam dann wirklich der Oberhirte aus Würzburg nach Sömmersdorf und hat dem Ganzen auch nochmal ja, ein Stück weit nach vorne geholfen. Bischof Paul Werner hat die Schirmherrschaft wirklich 25 Jahre übernommen, hat alle 5 Jahre hier zugesagt und sein Nachfolger, der jetzige Bischof von Würzburg, Friedhelm, hat auch von Anfang an gesagt, er übernimmt da die Schirmherrschaft. Mittlerweile haben wir auch sehr gute Verbindungen zum Weihbischof, der traditionellerweise mittlerweile immer die Passionsspiele abschließt, während sie der Bischof eröffnet. Der Generalvikar kommt regelmäßig nach Sömmersdorf, nicht um nach den Rechten zu schauen, sondern einfach, weil da auch eine gewachsene Freundschaft zum Ort ist. Und von daher sind wir über die Verbindungen Würzburg und Sömmersdorf eigentlich ganz glücklich. Für uns ist auch ein Erfolg, jetzt den Spielern das Gefühl gegeben zu haben, es war ein guter, gemeinsamer und vor allem machbarer Weg. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und klar, die Besucherzahlen, die müssen schon auch stimmen, aber das darf nicht vorrangig sein. Letztendlich zählt ja eigentlich immer der ganze Prozess. Und wenn der nicht stimmt, dann wird man Amateure nicht lange bei der Stange halten können. Ein Jahr Ochsen. Erfolg ist auch noch so ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also wir würden uns wünschen zu schaffen, dass das Publikum noch lang über Inszenierungen, die von uns hier gemacht werden, spricht und vor allem, dass sie das Gefühl kriegen, in Sömmersdorf wird wieder etwas gespielt, das ist Qualität, da gehen wir hin, weil wir wissen, da werden wir nicht enttäuscht. Seinen Einzug hält. Mir wurde Nachricht zugetragen, dass dieser Mann aus Galiläa mit wunderbarer Redekraft das Volk betört. Von Tag zu Tag vergrößert sich die Menge, die seiner neuen Ehre glaubt. Aber ich muss es sagen, einer von euch wird mich verraten. Ein Verräter in unserer Mitte? Er gibt sich als Messias aus, den König Israels. Ist das nicht Aufforderung des Volkes zum Abfall vom Kaiser? Ich bewundere euren plötzlich erwachten Eifer für das Ansehen des Kaisers. Du hast die Klagen des Hohen Rates gegen dich vernommen.
gib mir Antwort. 13! 14! 14! 15! Einmal im Tod. Man muss zunächst einmal wirklich Luft holen. Ich glaube, man sollte das, was hier geboten ist, nicht zerreden. Das ist tief beeindruckend und ich sage, das geht auch wirklich unter die Haut. Höchster Respekt. Ich muss mir mal die nächsten Tage überlegen, wie man das auch zum Ausdruck bringen kann gegenüber diesem Dorf. Aber ich muss ihn doch bekehren. Natürlich hoffen wir uns, dass es weitergeht, dass wir auch 2028 eine Passion noch haben, dass wir die Jugendlichen begeistern können, dass die Passion nach außen getragen wird, auch eine Glaubensverkündigung. Der Kopf muss dranbleiben! Und dass wir dauerhaft auch eine Bühnennutzung haben, auf Jahre hinaus. Dieses großartige Gemeinschaftswerk war natürlich nicht ohne eine gute Regie möglich.